Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für unsere zwei vor einer Woche vorgestellten Fundmiezen haben sich, wie sehr oft, keine Besitzer gemeldet. Da beide Katzen den Freigang kennen, suchen sie nun so schnell wie möglich neue Reviere. Unsere heutige Folge stellt die Katze Zilla vor, die von ihrem Frauchen schweren Herzens im Tierheim abgegeben werden musste. Ihre ehemalige Besitzerin kann Zilla leider nicht mitnehmen ins betreute Wohnen und wäre glücklich, wenn ihre Mieze bald neue Menschen finden würde. Als Zilla ein Jahr alt war, wurde sie von ihrer Besitzerin aus der Arche Noah geholt und hatte bis jetzt ein sehr schönes, freies Katzenleben. Nun ist Zilla 9 Jahre und eine von den besonderen Katzendieven, die ihre Menschen eher als Personal betrachten. Zilla ist keine Knuddelkatze. Wenn ihr nicht danach isst, dann zeigt sie ihren Unmut. Sie kommt, wenn ihr in der Streicheleinheiten isst und genießt es dann sehr. Es gibt Katzenliebhaber, die genau diesen Charakter an einer Katze mögen, denn der verkörpert für sie die wilde Freiheit im Tier. Zilla ist dennoch sehr umgänglich, auch mit den fremden Menschen, mit denen sie nun in der Arche Noah auskommen muss. Deshalb glaubt Tierheimleiterin Katrin Mattes, dass sich die schöne Zilla gut an ein neues Revier und ihr Personal gewöhnen wird. Auf jeden Fall braucht Zilla Freigang, denn sie ist eine gute Jägerin, sagt ihre ehemalige Besitzerin. Kinder sollten nicht im neuen Zuhause von Zilla leben, denn Kinder brauchen eher einen Schmusetiger.